Okay, willkommen zu der Trainingswoche Nummer 9. Die sieht folgendermaßen aus. Training nach Lust und Laune, aber die Erholung steht absolut im Zentrum. Schwimmen ist okay, aber wirklich nur in maximal mittlerer Intensität. Wenn du zweimal Lust hast zu laufen, darfst du das gerne machen. Aber es muss zwingend regenerativ sein. Du hast nun schon einige Wochen hart trainiert. Während genau dieser Woche wird Magic passieren und du wirst danach definitiv stärker sein. Genieß diese Woche richtig und mach Sachen, die du aufgrund des Trainings üblicherweise nicht machen kannst. Wenn du keine Lust auf gar nichts hast bezüglich Training, ist das auch okay. Das hat er mir geschrieben. Und ich glaube, mich an das zu halten, ist, wenn ich so in so einem Trainingsplan bin, fast schwieriger, weder mich als Training zu halten. Es ist halt so, dass du ja halt voll hure viel musst, dich voll als Training gewöhnst. Irgendwann ist nach so 8 Wochen ist es halt voll normal, dass du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag einfach immer irgendetwas drauf hast. Aber ich merke mega, vor allem wenn ich den ganzen Tag am PC bin, wie zum Beispiel auch heute, dass es mir mega gut tut, wenn ich mich bewege. Also das heisst, wenn ich draußen bin an der frischen Luft, das ist schon mal ein mega krasser Punkt, wo ich dann halt teilweise einfach aber nicht habe, wenn ich nicht Sport mache. Und der zweite Punkt, da habe ich vergessen, was der zweite Punkt ist. Der zweite Punkt ist, ich schlafe viel besser ein. Also ich kann mich kann oben viel besser ins Bett legen und schlafen gerade ein, weil ich wirklich müde bin, weil ich mich körperlich betätigt habe. Anstatt einfach nur den ganzen Tag hier mit meinen Fingern irgendetwas zu bewegen und ein bisschen Maus hin und her schieben. Das ist schon krass, das muss ich echt sagen, das merke ich brutal. Und ich werde wahrscheinlich die Woche, ich werde sicher Gym weglassen. Auf die zwei Leg Days habe ich nämlich wirklich wenig nach Lust und Laune trainieren. Aber ich würde mich sicher richtig gut erholen und gehe wahrscheinlich morgen oder übermorgen sicher schwimmen. Weil auf das habe ich richtig Lust. Weil das Ziel diese Woche wäre sicher auch noch, ein Velo zu organisieren. Also dass ich indoor jetzt nicht mehr länger auf dem Spinning-Velo trainiere, sondern auf einem richtigen Velo, wo ich auch so ein bisschen Wattzahlen messen kann und wo ich auch die richtige Sitzposition habe und wo ich auch mit Klickpedalen kann, trainieren kann. Und dort bin ich jetzt auch noch am Abwarten. Ich habe zwei Occasion Velo, die ich sehe, die richtig cool könnten sein, die passend wären. Aber ich bin da am Abwarten, weil ich vielleicht mit Sager zwei Rad dort so ein bisschen Zusammenarbeit starten und sie mich unterstützen. Auch mal schauen, was die Woche alles bringt. Okay, ich bin jetzt noch in Dalmend und ich gehe heute Abend ins Spa mit dem Nick. Und vielleicht hole ich mir auch den Titel zurück für den weltbesten FIFA-Spieler. Also wir haben 90 Minuten gespielt und jetzt hat der Controller gar keinen Akku mehr. Und ich bin gerade im Führung im Penaltyschuss und ich werde jetzt den Match heimbringen. Jo. Doch, doch, sicher. Im Penaltyschuss zählt eh nicht. FIFA Champion 2024 Nummer 1. Jetzt spielst du einfach nie mehr. Ja, im Penalty schießen, sorry. Grandioses Meal habe ich mir hier gemacht. Tortelloni mit Tomaten, Mozzarella und so Croutons von so Fondue-Brot von gestern. Wenn ich schon die Videos hier mache, ich habe sicher ein paar Ironman-Profis, Ernährungsberater-Profis. Schreiben mir doch gerne ein paar Tipps in die Kommentare. Das wäre Hammer. Ich kann nämlich auch probieren, die umzusetzen. Hi Schatz. Hi Schatz. Jetzt habe ich gerade gevloggt, was ich mir zu essen gemacht habe. Du hast gevloggt? Mhm. Wie ist mein Essen? Siehst du Brust? Nicht schlecht. Mmh. Es hat Croutons auch noch. Nicht schlecht. Wow, was hast du für eine Sauce gemacht? Salatsauce. Krass, das schmeckt so. Mmh. Hast du Croutons gemacht? Geil. Okay, wir haben heute Dienstag und eigentlich müsste ich ja diese Woche jetzt nicht trainieren, aber ich gehe jetzt gleich ins Mooshäuschen, ins Hallenbad und trainiere aber heute ein bisschen Technik. Wir schwimmen jetzt ein paar Längen. Ich bin jetzt hier mit dem Nils. Der Nils ist U18 Rettungsschwimmer, oder? Genau, ja. Er filmt, taucht jetzt klassisch unter mir nach, um mal zu filmen, wie es unter Wasser aussieht. Um mal zu schauen, ob ich noch ein bisschen an meiner Technik, also ich kann noch einiges verbessern. Und er hat mir vorher auch schon zwei, drei wertvolle Tipps gegeben. Ready? Was?
beübe ich jetzt etwas, was ich noch nicht kann. Und zwar ist das der Rollwende. Ich habe zwar keine Ahnung, wie gut das rauskommt. Oder eher schlecht. Und wenn man immer noch Wasser in die Nase geht, hat jetzt so den... Darf man vielleicht überhaupt anlegen? Ja, ja. Also, Rollwende Nummer 1. Ja. Okay, das war jetzt von dieser Schwimmsession vom Dienstag. Ich habe glaube knapp 1,5 Kilometer gemacht. Überhaupt keine Intention gehabt, irgendwie möglichst viel Distanz zu machen. Aber dafür habe ich ein paar richtig, richtig coole Tipps abgestaubt vom Nils. Er ist in der U18 Nazi als Rettungsschwimmer. Und habe auch noch ein paar Mal die Rollwende geübt. Die Rollwende brauche ich zwar überhaupt nicht am Ironman, weil sie ist ja einfach im See und starte ja wahrscheinlich einfach vom Ufer. Aber wenn ich jetzt noch so viel trainiere, macht sicher Sinn, dass ich die ein bisschen kann. Okay, wir haben jetzt wir haben Mittwoch den 10. und wir haben jetzt 20 vor 4 und ich gehe jetzt auf den Run, weil ich bin nicht unbedingt mega produktiv. Und das ist der Vorteil, wenn man selbstständig ist. Man kann sich auch selber einteilen. Darum gehe ich jetzt auf einen kurzen Run. Wirklich so richtig, richtig kurz. Und dann mache ich noch ein bisschen Stretching. Und dann arbeite ich weiter. Wir sehen uns draus. Ich weiß nicht, ob du die Tag kennst, wenn du dich so hin und her gespielt fühlst, wie ein Ping-Pong-Ball. Weil irgendwie, der Leute mir dort parat, dann mache ich das noch. Aber irgendwie das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, das konnte ich überhaupt gar nicht machen. Und weil ich irgendwie heute auf 500 Schritte hatte, habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach einen ganz kurzen, kleinen Lockerungsrun. Was ich vergessen habe, ist die Handschuhe mitzunehmen. Es ist richtig kalt. Ich bin schon das letzte Mal joggen am Luzern-Marathon. Weil ich das Gefühl habe, dass ich in der Rest Week nicht irgendwie ultra viel trainieren werde. Und weil ich so gedacht habe, dass trotzdem, dass ich einen coolen Blog aus dem machen kann, habe ich gedacht, ich zeige euch einfach noch ein bisschen meine Recovery-Stretching-Methoden, die ich sonst irgendwie brauche. Aber ganz offen und ehrlich gesagt, die mache ich recht unregelmäßig. Seit lang habe ich sie wirklich so jeden Tag oder jeden zweiten Tag gemacht. Aber jetzt mache ich so Stretching vielleicht einmal in der Woche, wenn es hochkommt. Und noch meine Breathing-Übung, die ich brauche zum Entspannen. Die mache ich aber wirklich regelmäßig, ich glaube so jeden zweiten Tag. Manchmal auch jeden Tag. Easy. Let's go. Mache jetzt bewusst nicht irgendwie Sachen, die ich sonst nie machen würde. Also auf der Black Road mache ich eigentlich nur den Rücken ausrollen. Früher habe ich auch noch Bike gemacht, wenn ich Fußball gespielt habe. Aber das ist mir viel zu schmerzhaft jetzt gerade im Moment. Was ich natürlich auch habe, ist die Super Peanut. Die geht noch etwas tiefer, mit der tue ich immer den Rücken ausrollen. Das war es aber auch schon von dieser Geschichte. Und jetzt zu meiner krassen Stretching-Routine. Seit ich für den Ironman trainiere, habe ich übrigens auch nie richtig gedehnt und gestretched. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Part. Darum eigentlich gerade gut, dass wir jetzt in dieser Rest-Week machen. Das wäre schon gewesen. Wenn ich jetzt sowieso gerade in der Rest Week bin, habe ich gedacht, kann ich euch noch etwas zeigen, was ich wirklich regelmäßig mache. Und das ist meine Breathing-Übung. Die mache ich wirklich viel, weil ich es so brauche, um am Oben wie irgendwie vom Arbeiten können abzuschalten. Und weil es mir einfach mega gut tut. Und das ist die Wim Hof Breathing-Übung, die so 10 Minuten geht, wo richtig, richtig geil ist, wo du eigentlich guided bist vom Wim Hof und wo du insgesamt immer 30 Atemzüge nimmst, immer rein und raus, mega fest. Und dann zuerst 30 Sekunden Luft erhaltest, dann 1 Minute und nachher 1 Minute 30 ist, glaube ich, das Längste. Und ich weiß nicht, ich finde das immer hure entspannend. Ich könnte meine Verlobte fragen,
Ich mache das wirklich ziemlich regelmässig und sie finden es immer recht amüsant, weil sie immer sagt, dass ich noch ein bisschen üben muss, schnaufen. Darum mache ich auch die Übungen. Ich mache das immer auf so einem Mattel, das ich gerade hier habe. Das ist so eine Akupunkturmatte, sagt man der. Die kostet, habe ich 20 Franken, glaube ich, mal damals irgendwie auf Amazon oder AliExpress, ich weiß es auch nicht, bestellt. Und die ist wirklich recht geil. Die Hintertour rein, die ist so für Durchblutung im Rücken, wenn du dort drauf liegst. Und ich liege da drauf und mache die Atemübung. Und dann bin ich auch wirklich richtig, kann richtig gut abschalten. Das hat immer richtig rein. Okay, ich habe jetzt noch kleine Info. Die Woche ist wahrscheinlich nicht unbedingt gerade mega spektakulär. Ich glaube eher das Gegenteil. Es ist ja Rest Week. Aber ich glaube, die nächsten Tage und Wochen werden richtig, richtig cool. Weil erstens mal haben wir mega viele krasse Sportler, Trainer und interessante Leute geschrieben, um zusammen das Training zu machen. Und ich freue mich jetzt schon, dass so zu vloggen und mit euch teilen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, was ich lernen werde in all diesen Trainings. Und da freue ich mich vor allem auf die nächsten Videos, die ich dann so mit euch teilen kann. Und natürlich auch auf das ganze Abenteuer, was jetzt in diesen etwas mehr als 25 Wochen alles wird passieren. Ich bin mir sicher, es wird höchst wie auch tiefst geben. Und ich bin gespannt. Etwas würde ich mich noch fragen. Nicht, dass irgendwie skeptisch wäre gegenüber euch oder so. Aber kann man beim Strava auch seine GPS-Daten unsichtbar machen? Weil sonst finde ich so, ich weiß nicht. Können auch die Leute, die das Video vielleicht schauen, das sind wahrscheinlich die engsten Follower oder die treuesten Follower. Aber ich finde es schon speziell, wenn du doch die ganze Zeit deine GPS-Daten irgendwie in Real Life zeigst. Schon ein bisschen speziell. Ich hätte irgendwie Angst vor einem Stalker oder so. Aber sind wir ehrlich. Schon ein bisschen creepy. Ich finde es übrigens übelst krass, euren Support, alle eure Nachrichten. Seit ich das Ironman-Video postet habe auf Insta, komme ich gar nicht mehr nachher, alle DMs zu beantworten. Mit Support, wirklich. So viele Leute, die schreiben, ey, mega geil, so geil die Challenge, du schaffst es eh und irgendwie so. Also, ultra der Support, finde ich so krass. Das motiviert mich auch einfach gerade noch viel mehr. Noch mehr Gas zu geben. Wir haben jetzt Donnerstag, 8:30 am Abend und ich habe insgesamt auch, glaube ich, etwa 1500 Schritte gemacht. Und jetzt einfach nur, um mich noch ein bisschen bewegen, gehe ich noch ein bisschen ins Hallenbad. Ich mache einfach ein bisschen nach Lust und Laune ein paar Längen. Let's go! Okay, ich bin jetzt gerade fertig geworden. Genau 1 Kilometer gemacht und genau ein bisschen unter einer Stunde gewesen. Einer Stunde, unter 20 Minuten. Und jetzt gehe ich wieder heim. Ich merke es richtig, wie wir in so einer Off-Week, wenn ich schon 8 Wochen so intensiv Sport gemacht habe, aber auch im Allgemeinen, wie mir das Sport fehlt im Alltag, weil ich, wenn ich nicht Sport machen würde, habe fast gar keine Bewegung gehabt. Also ich gehe nicht irgendwie raus laufen oder habe voll irgendwie keine so eine Routine. Dann merke ich gerade, heute hat es mich, vielleicht ist es auch einfach sonst irgendwie nicht so mein Tag gewesen heute, aber es hat mich recht runtergezogen. Es ist einfach so eine schiede Idee gehabt. Aber ich bin da und jetzt gehe ich wieder rein. So essen. Okay, etwas habe ich noch zu erzählen. Was ist? Nicht, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ich erzähle. Ich habe ja gestern oder vorgestern etwas gesagt wegen dem Essen. Für Essenstipps bin ich immer noch willkommen, oder für Kochtipps, einfach und schnell gesund kochen. Etwas, was ich immer mache, und das ist keine bezahlte Werbung oder irgendetwas, sondern ich bin schon mega lange Kunde bei David's Fitness Food. Und ich kenne auch alle Leute dort, weil ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, ich durfte Videos für sie machen. Was ich immer mache, wenn ich so ein bisschen, sagen wir, faul bin. Würdest du sagen, ich bin faul? Oder ist es einfach so ein bisschen produktiv? Es ist einfach mega praktisch. Es ist so, wenn ich einmal unter der Woche arbeite und halt durch den Tag arbeite, möchte ich halt wie nicht über den Mittag kochen. Und aus dem Grund bestelle ich mir einmal Essen. Wo ist jetzt so der Reissverschluss? Bestelle ich mir einmal Essen von David's Fitness Food. Und dadurch, dass ich halt die kenne, ich kenne sogar den David persönlich, den Gründer von dem Ganzen. Aus dem Grund bin ich eigentlich schon mega lange bei ihnen Kunde und bestelle mir eigentlich so fixfertige Meals von ihnen. Eigentlich ziemlich einfach.
könnt es auch selber kochen, aber das ist halt so ein bisschen Luxury Edition. Vollkornpasta, 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 dann hier ist Burrito Bowl Tempe mit Vollkorn und Reis. Also all in all lohnt sich für mich David's Fitness Food mega. Einfach aus dem Grund, dass es sicher nicht ganz günstig ist, wenn man... Wir können es zum Beispiel noch günstiger machen, so habe ich es am Anfang immer gemacht. Von meiner Selbstständigkeit habe ich auch mal für die ganze Woche vorgekocht. Ich habe zum Beispiel immer so Pasta und Reis mit Bohnen oder verschiedene Soßen gemacht. Das ist so ein bisschen die günstigste Variante, wenn man vorkochen für die ganze Woche. Und für mich lohnt es sich einfach mega, weil ich dann unter der Woche, wenn ich am Arbeiten bin, nicht gross muss darüber nachdenken, was ich jetzt einkaufen und was ich will kochen nachher über den Mittag. Sondern ich kann am Mittag einfach Kühlschrank auftun, Mehl rein tun, heiß machen und habe ein richtig feines Mehl für Abend. Und ich trinke immer noch so einen Protein-Shake. Und ich habe gehört, Protein auf Nacht ist auch gut. Für die Erholung. Okay, so etwas, was ich diese Woche auch unbedingt noch machen wollte, ist das Rennvelo organisieren. Und dort hatte ich zwei Optionen so ein bisschen offen gehabt. Erstens hatte ich so zwei Occasion-Velo gesehen, die recht passend könnten sein. Und ich war aber noch bei dem Sager Zeura, ob sie vielleicht auch noch eine Möglichkeit haben. Und dort gehe ich jetzt noch schnell vorbei. Richtig geile News. Sie unterstützen das ganze Projekt. Dadurch, dass ich das Velo von innen auslehnen darf, für jetzt die ganze Ironman-Trainingsvorbereitung. Wie geil! Wie fucking geil, ey, ist das? Das heisst, nächste Woche das Rennvelo ausmessen, dass ich nachher auf dem Rennvelo trainieren kann. Und endlich nicht mehr auf meinem Spinning-Velo trainieren. Es ist Sonntagabend und ich gehe jetzt auf einen kleinen, richtig chilligen Run mit dem Noel. Ich mache wirklich einen chilligen Run heute. Wird zwar ein bisschen länger als vorgeschrieben. Ich darf glaube nicht länger als eine halbe Stunde. Aber wir gehen richtig, richtig chillig. Der Noel hat nämlich irgendwie auch noch das Kreuzband gerissen vor etwa einem halben Jahr oder länger. Darum sind wir richtig langsam unterwegs. Hinter mir ist gerade der Militärflugplatz zusammen. Und jetzt muss ich zuerst zum Noel. Was ein View. Fast 10 Kilometer. Es war ein bisschen lang für Off-Week. Aber wir haben richtig langsame Pace. Insgesamt haben wir 7er Pace. Noel, wie fühlst du dich? Easy. Seit wann hast du Kreuzbandriss gehabt? April 23. April 23, fast ein Jahr. Und dann ist wieder back on track. Darum sind wir jetzt langsam am Aufbautraining machen für den Noel. Und da wäre es auch schon von diesem Vlog. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss! Noel, sagst du auch noch Ciao. Tschüss? Ciao! Let's go!